Das Warten hat ein Ende. Nach dem Tod von Jens Büchner, Christliches Kreuz, 49, im November vergangenen Jahres gab Eventmanager Markus Krampe ein Benefizkonzert zu Ehren des Musikers. Ganze 80.000 Euro kamen durch die Veranstaltung zusammen. Das Geld wollte Markus den 8 Kindern des Schlagerstars im Rahmen der Auswanderer-Doku Goodbye Deutschland vergangenen Dienstag eigentlich persönlich überreichen. Die Übergabe auf Mallorca platzte jedoch in letzter Sekunde. Seither wurde viel darüber spekuliert, was nun mit den Spenden passieren würde. Doch jetzt wurde bekannt, Markus Krampe hat das Geld vor kurzem überwiesen. Wie Bild berichtet, sei das Geld sogar schon zum Teil bei der Familie angekommen. Demnach hätten die Kinder des verstorbenen Auswanderers jeweils 10.000 Euro erhalten. Um alle Zweifel über das Schicksal der Spenden aus der Welt zu räumen, hatte Markus bereits vor kurzem gegenüber dem Blatt versichert, das Geld wird bei den Kindern von Jens ankommen und das ist das Wichtigste. Und er scheint Wort gehalten zu haben. Doch warum ist die geplante Übergabe überhaupt geplatzt? Im Rahmen des Auswandererformats wurde Markus versehentlich Markus Pampe genannt. Ein Fauxpas, der den Geschäftsmann extrem ärgerte. Ich habe Humor, aber so etwas darf nicht passieren, erklärte Markus gegenüber der Zeitung. Der Sender habe sich anschließend in aller Form bei dem Manager entschuldigt und versichert, dass der Teil der Episoden neu eingesprochen werde.